Wir sind wieder zurück bei GTA 5 und wir starten jetzt den Meriwether-Überfall. Auf geht's! So, wir müssen uns jetzt mit dem guten Franklin zum Aussichtspunkt begeben. Und der ist hier oben auf der Brücke. Und zwar hier unten. Ah, okay. Hey, Dog, I'm in position. Let me know when you're ready. All right, F, I'm in position. Damn, that's a long way up. So make sure I don't run into any trouble when I get there. Fucking Trevor. All right, I got you, homie. Hold on, there's a couple guards. These cats are shady, right? I read up about these fools online. Yeah, they're a nasty bunch. Okay, wir sollen die beiden Wachen ausschalten. Machen wir natürlich mit Wohlwollen. So, Michael ist drin. Wir müssen ihm also quasi Geleitschutz geben. Während wir Trevor einen Gefallen tun. Mit dem. Okay, die erste Bombe ist gelegt. Moment. Wir müssen wechseln. Okay, der ist tot. Sehr gut. Und wieder zurück zu Michael. Der kann natürlich auch schießen. Okay, warte mal, da sind zwei Stück. Oder ist das nur einer? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich gehe lieber hier lang. Da ist auch einer. Meine, hier ist gar keiner. Sehe ich gerade. Okay. Hier wird die nächste Bombe platziert. Moment. Da kommt einer. Frage ist, wo geht er lang? Hier geht er lang. Pass auf. Boah. Ja, ich bin dabei. Komm, klatsch hin, Michael. Ach, am Mast, okay. Muss hier aber. Ach, ich hab die Bomben dabei, ja, okay. Ich muss niesen, oh Gott. Alter. Boah, sorry. Okay, weiter geht's. Okay, die Bombe am dritten Mast. Okay, da vorne kommt, glaube ich, einer. Ja. Aufgepasst. Rum. Haben wir. Sehr gut. Alles easy. Zack. Klatter Headshot. Sehr gut. Nein, nicht gut. Boah. Hab mich verdrückt gehabt. Ich wollte die Waffe gar nicht wechseln. Haben wir. Ist auch down. Haben wir. Es macht irgendwie mehr Spaß hier mit Michael durch die Gegend zu laufen als mit Trevor aus der Ferne. Zack. Ich denke mal, er sieht jetzt gleich die Leiche, ne? Ne, sieht er nicht? Okay. Zack. Boah, wie einfach man die Headshots mit der Pistole verteilen kann, ist krass. Door's here. Get back to where I
soon as you can. I'm not gonna screw around in here, all right? Just tell me when you planted it. Oh, shit. Are you okay, man? You gotta go. The alarm's gone, man. You okay? Okay, einen davon haben wir. Hey, more guys in the port, they see me, shit! I'll clear as many as I can from the front of the ship. Kriegen wir hin, alles easy. Haben wir. Da ist auch noch einer. Nein! Wir müssen nachladen, ein bisschen schneller, Trevor. Trevor, sag ich schon. Was ist denn der? Ach da, okay. Immer noch. Und da ist noch ein Truck. Zack. Na komm, guck schon hoch. Na komm schon. Geht doch. Lässt die Typen auf dem Boden haben. So, wo ist der Chopper? Da ist er. Sterben. Huch. Können wir wechseln? Ne, können wir nicht. Okay, wir müssen bei Franklin bleiben. Okay, wir hören die Schüsse, aber wir können nicht wechseln. Nee. Das heißt, wir können nur hoffen und abwarten. Dass Michael das da drin schafft. Ach, warte mal. Nee, Moment. Ups. So. Wo denn? Ach, da hinten. Ich bin der beste Unterstützungsgeber ever. Zack. Zack. Na komm schon. Zack. Treffer, Treffer. Und ins Wasser. Boah, jetzt freue ich mich auch schon. Rufe deinen Kontakt Zünden an. Alles klar? Und auf geht's. Okay, und gleich die nächste Mission. Okay, wir sollen das Gerät in den Trümmern finden. Ich kann mich gar nicht mehr an die Mission erinnern gerade. Das ist krass. Okay, wir kommen näher. Hier links ist es. Okay, ich schwimme mal ein bisschen weiter runter. Ist das jetzt hier unten auf dem Boden? Da ist es. Okay, incoming.
Okay. Ne, warte mal, aufsinken, das war das. Und das hier wollen wir nur Stoff geben, okay. If we knew what it was, it wouldn't be top secret or very valuable, would it? It ain't doing anything to the water, is it? I'm swimming around in this. Well, it could give you powers, turn you into infinite rage. Ha ha, nah. Just take a shower after, you'll be fine. How did I let myself get talked into this? I see it, I'm picking it up. Whoa, be gentle with it, alright? Okay, wir müssen es langsam machen. Ob das klappt. So, you're done down here. Yeah, you're done. Team's meeting at Pier 400 for a debrief. Beers are on me. I'll stay for one. That's what you always say. Yeah, well, I mean it now. Floyd, come in. I got the package. Are you at the dock? Sir, yeah, I'm here. I heard gunshots and explosions. Keep it together. I'll be there soon. Oder wir müssen erstmal hoch ein bisschen. So, und hier müssen wir natürlich langsam durchmanövrieren. Ich weiß nicht, wie gebrechlich die Fracht ist. Sieht aus wie eine Atombombe oder so. So eine Mini-Atombombe. Ich glaube, ganz ungefährlich ist das Ding nicht. Schauen wir einfach mal. Wie gesagt, aufpassen müssen wir auf jeden Fall. Eben vor genau solchen Dingern hier. Ja, ja, eben, eben. Ich schwimme lieber ein bisschen zu hoch als zu niedrig. Ich glaube, das ist besser. Warum geht das Scheißding halt immer mit nach oben? Also wir gehen immer runter, wenn wir fahren. Okay, so geht's, glaube ich. So, wir sind immer fast da. Von daher passt das. Okay, Floyd wird uns gleich aus dem Wasser holen. Sehr gut. Floyd, it's your turn. Man, you can say whatever you want about Trevor, but shit, he got it done. Yep, let's hope so. Hier mit seiner Affenmaske da drin sitzt. Hey man, what the fuck you doing here? You should be in bed. Yes, I should be. I would be if certain known associates were busy making themselves enemies of the state. Woo! The FIB, Meriwether, IAA, you could fuck with them all day long. But when you try and steal an experimental super weapon and sell it to the Chinese, you and everyone you ever knew is gonna be fucked in the ass, you fucking chumps. Hold on, man. A super weapon? The Chinese, what? What'd you think is in there? I thought he talked to you. All right, man, so what now? Well, maybe I can organize to have it taken back and found amongst the wreckage. Whoa! Holy fuck, Lester Crest! Holding on and looking good, huh? Do you have any idea what you did here? Yeah? I pulled a score. What, are you jealous because you didn't get your 20%? If that thing doesn't go back, then we will all end up on every watch list in the entire planet. Watch list? So fucking watch! So they don't watch, they kill! Idiot, we'll all be dead within a week. Think. All right, listen. Take the truck, take a guy, do what you gotta do. Trevor? I'll load it up. Trevor? Great. Then you and the patient can take it all back. Right fucking now! So you mean to tell me this shit was all for nothing? Man, it's the hood all over again. Fuck! Come on, Franklin. You owe me, Michael. I am owed! What you gonna do, huh? I think of something. I gotta get Franklin some work, too. Hey, I'll take this. Yeah, yeah. Lots of mouths to feed, amigo. Tell me about it.
Raubüberfall ausgeführt, der Meriwether Raubüberfall, und es war eine der schlechtesten Ideen, die der gute Trevor jemals hatte. Ja, es war einfach mal für den Arsch. Huhu, Trevor, hast du vergessen, dass du mir den Geflohenen bringen wolltest? Geh und such ihn. Ja, ja, krieg dich mal nicht auf, Alter. Ich glaube, Trevor hat gerade ganz andere Probleme. Er hat gerade das Privatmilitär der USA quasi überfallen von San Andreas. Ach, keine gute Idee. Okay, Michael ruft an. What? I spoke to Steve. We're ready to move. He wants us to bring the stuff to the guy we met at the interrogation, Devin Weston. Big time investor, apparently. I'll let you handle that. Brown Nose and the Rich was always your talent, and it looks like you spent the last decade honing it. Natürlich, der nächste große Raubüberfall steht nämlich schon in den Startlöchern. Ich würde sagen, wir schnappen uns hier mal eine schöne Kiste. Der hier ist doch ganz nett. Schönes Coupé. So. Und noch ein Anruf von O'Neill. Was will der denn? Ah, Brother O'Neill. Fuck you, man. Whoa, whoa, whoa. You're the guy stealing contracts. You burnt a farm, killed my brothers. You had too many brothers. They needed culling. You're fucking dead. Aren't we all? We live and we die. That's our curse. Hey, you want to expedite the situation? Come fucking find me. Vespucci Beach, Los Santos, you inbred hillbilly fuck. I'll be there, man. I don't know when, but I'll be there. Ach ja, der gute O'Neill Brother. Meine Fresse. Richtiger Hillbilly. Ja, der nächste Raubüberfall steht, wie gesagt, schon in den Startlöchern. Und zwar beim Federal Investigation Bureau. Und da düsen wir jetzt hin. Und das heißt, wir starten in der nächsten Folge schon wieder den nächsten Raubüberfall. Alter, das geht ja wie am Schnürchen hier. Das ist echt unglaublich, hör mal. Ja, umso ärgerlicher ist es natürlich, dass der Raubüberfall, den wir gerade durchgeführt haben, für den Arsch war. Der nächste wahrscheinlich auch kein Geld einbringen wird. Das ist... Naja. Ein bisschen ungeil. Also ich schätze mal, dass wir keine Kohle kriegen. Weil es ja, wie gesagt, ein Gefallen für das FIB ist. Denke ich jetzt aber mal, dass wir da nichts kriegen. Das wäre ja zu schön, um wahr zu sein, ne? Hör mal. So, hier einmal um die Kurve rum. Und dann sind wir auch schon fast am Start. Bereit für das nächste Abenteuer. Hui. So. Nochmal hier rum. Und da vorne ist auch schon der Parkplatz des FIBs. Beziehungsweise der Parkplatz des, ja, wie soll ich sagen, des untergründigen FIBs. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge starten wir dann den nächsten Raubüberfall. Diesmal vielleicht ein bisschen erfolgreicher und mit einem etwas genaueren Ziel. Ne? Wer weiß. Mal gucken. Wird ja zum Glück nicht von Trevor geleitet. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Haut rein. Eine weitere Folge von Let's Play GTA 5 neigt sich dem Ende und wir haben einen Raubüberfall durchgeführt, der eigentlich total für den Arsch war. Wir haben Meriwether eine Superwaffe geklaut, wollten die eigentlich an die Chinesen verkaufen, doch der gute Lester hat uns aufgeklärt, das würde uns zu absoluten Staatsfeinden machen. Ich meine, wenn wir das nicht sowieso schon sind, gut, aber lassen wir das Ganze, versuchen wir das Teil wieder irgendwie wegzubringen, aber das machen wir nicht, das machen wir dann, beziehungsweise der Lester macht das ja für uns, ne? Stimmt, Lester macht das für uns. Wir machen in der nächsten Folge den nächsten Raubüberfall. Diesmal unter Leitung des FIBs. Mal gucken, was das dann wird. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Haut rein.